Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Rechtsanwalt Bernd Römer wird in einen Drogenfall verwickelt. Der Jurist muss herausfinden, was Wahrheit und was Lüge ist. Wir haben den Hinweis bekommen, dass Herr Krings hier größere Mengen von Drogen gelagert hat. Kokain und... Kokain? Jetzt hier mit dem Drogen? Ich? In meinem Haus? Wie kommt das Zeug hier hin? Das ist die Frage. Sowas vergisst ja keiner. Keiner vergisst ein halbes Kilogramm Kokain einfach so. Es müsste ja jemand sein, der den Punkt schaden will. Gibt's da irgendjemand? Hey, keine Ahnung. Ich habe ja selbst nichts mit Drogen zu tun. Die lügt. Die hat Tom so den Kopf verdreht. Die hat auf Garantie was mit den Drogen zu tun. Eva, die ist total treu, die ist loyal, die ist aufrichtig. Eva ist eine wunderschöne, tolle Frau. Bist du eigentlich liiert? Lass deine verdammten Dreckskerle von der Eva, verdammt nochmal! Hast du mich verstanden, ja? Ich glaube langsam wirklich, die wird gefährlich. Berlin-Charlottenburg. Zum ersten Mal seit Wochen konnte Rechtsanwalt Bernd Römer früh Feierabend machen und freut sich auf eine Pokerpartie mit zwei Freunden. Gezockt wird im Haus von Kinderarzt Tom Krings, der seit kurzem eine neue Frau an seiner Seite hat, die bislang jedoch noch niemand kennt. Oh, ja. Doch, wirklich. Ja, das ist doch eine, oder? Oh. Und das hast du aus dem Internet kopiert, oder? Ja, genau. Das ist doch nicht deine Freundin. Ach, komm, hör doch auf. Wie sie leibt und lebt. Und die hat dir heute Abend freigegeben? Ja. Also bei ihr stehe ich wirklich gerne, Pantoffel. Und wisst ihr was? So weit ist es gekommen. Jetzt hole ich neues Bier und dann könnt ihr zweimal zeigen, ob ihr überhaupt noch pokern könnt. Das ist eine gute Idee. Ja, wenn du das noch kannst, dann ist ja nicht alles verloren. Nicht alle Hoffnung. Komm, wir machen den Tisch mal fertig. Mann, der ist aber verknallt. Ich meine, sieht ja nett aus, die Frau. Das muss man sagen. Ich gönn sie mir auch. Also sagen wir es mal so. Wie lange war der jetzt Single? Über 8 Jahre. Er hat 8 Jahre nichts anderes gemacht, als von morgens bis abends in der Praxis zu schuften. Ganz schön lang. Also von da gönne ich sie mir. Nichts aber kommt nichts, das wisst ihr doch. So ist es, wir gönnen es dir, aber du ärgerst dich immer so schön, weißt du? Ja. Von daher, gönn uns doch den Spaß. Wer kommt denn jetzt noch? Spielen wir zu viert. Keine Ahnung. Wer kommt denn jetzt also noch? Eva hat einen Schlüssel, wollt ihr viel, viel später erst kommen. Eva hat einen Schlüssel. Eva kommt Polizei, später. Ja. Eva hat Polizei. Ja, dann mach mal auf, dann kann es ja nicht wichtig sein. Wenn es was wichtig ist, ist die Polizei nicht da. Hallo, Polizei. Wer sind Sie bitte? Ich bin der Thomas Krings. Sie suchen mir. Wir haben hier einen Durchsuchungsbeschluss. Ja. Und am besten ist, wir treten mal ein. Dann kommst du da? Ja, was ist denn los? Weiß ich auch nicht. Wir haben hier einen Durchsuchungsbeschluss. Keine Ahnung. Für wen darf ich mal sehen, bitte? Ja, ich bin Anwalt. Um was geht's bitte? Um Drogen. Drogen? Das kann nur ein Missverständnis sein. Das kann nur ein Missverständnis sein. Bitte gehen Sie rein. So, Kollegen, ihr fangt bitte, wie besprochen, mit der Durchsuchung an. Da ist ja noch ein Herr, hätte ich gerne die Ausweise von allen dreien, bitte. Ja, können Sie gerne, holen wir einen Ausweis. Muss ich können das? Sie gerne bekommen. Das muss ich aufklären, das ist ausgeschlossen. Du sagst erstmal nichts. Dankeschön. Um was genau geht's denn, wenn Sie mir das sagen können? Kann ich. Wir haben den Hinweis bekommen, dass Herr Krings hier größere Mengen von Drogen gelagert hat. Kokain und... Kokain? Also, jetzt hier mit dem Drogen? Ich? In meinem Haus? Sie haben mich gefragt, ich habe Ihnen geantwortet. Ich bin Arzt. Ich habe hier doch keinen Drogenhändler oder sonst irgendwas. Herr Krings, bevor Sie jetzt weiterreden, beruhigen Sie sich. Wer erzählt denn so einen Blödsinn? Entschuldigen Sie bitte, ich möchte nicht lange unterbrechen, aber ich glaube, Ihr Mandant braucht dringend einen Anwalt, denn das so scheint mir Kokain zu sein. Also, es kann nicht sein. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Ich weiß nicht, wie das Zeug in mein Haus kommt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Drogen genommen. Das Chaos ist perfekt. Obwohl Tom Krings immer wieder beteuert, dass er nichts von dem Kokain wusste, glaubt ihm die Polizei kein Wort. Rechtsanwalt Bernd Römer versucht zu vermitteln, doch ohne Erfolg. Es sind etwa 500 Gramm Kokain. Frau Bernd, wird ja immer mehr als vermutet. Ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Du musst mir echt glauben. Tom, ich glaube dir das. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Das kann richtig sein. Tom, du sagst trotzdem nichts. Herr Krings, Sie bleiben jetzt ganz ruhig. Sie sind vorläufig festgenommen. Sie begleiten uns jetzt zur Wache. Sie nehmen Ihre Jacke. Ruhig. Sie nehmen jetzt Ihre Jacke. Da sehe ich noch ein Handy. Das können Sie mir auch gleich übernehmen. Herr Römer, irgendwelche Einwände. Es wird gleich sichergestellt. Gucken Sie sich das an. Sonst beschlagnahmen Sie es. Gib's hier. Also, hör zu, mein Freund.
Ich kann da momentan nicht viel machen. Wir nehmen dich jetzt mit. Du wirst zum Haftrichter vorgeführt innerhalb der nächsten 24 Stunden. Ich komme jetzt erstmal mit. Ich habe da überhaupt nichts gemacht. Das kann doch echt nicht sein. Das klärt sich auf. Nirgendwo du bleiben. Sagst kein Wort. Kein Wort. Klaus, komm. Klaus, kannst du dann so lange hier bleiben und auf Eva warten? Tom, bis sie kommt. Bitte. Ich würde es gerne machen. Meine Frau wartet zu Hause. Ach, deine Frau, das kann doch nicht sein. Komm. Das ist mir wichtig. Das klären Sie. Es kann nicht sein, dass Eva nach Hause kommt. Hier ist niemand. Nein, bleib du bitte hier. Ja? Tu mir den Gefallen. Ich würde ja lieber mitkommen. Pass auf, du sagst kein Wort, ist das klar? Mein Mandant verweigert die Aussage. Punkt. Ja, mach ich. Okay. Besser erwachsen, oder? So, bitteschön. Was ist Ihre Jacke? Also, mein Freund hat nichts mit Drogen zu tun und das weiß ich ganz genau. Die Fragen, die sich jetzt stellen, sind: erstens, wer hat das Zeug bei ihm in der Wohnung deponiert? Zweitens, wer will ihm das Ganze dann auch noch in die Schuhe schieben? Wir reden hier von Kokain, einem Schwarzmarktwert von 20.000, 40.000 Euro? Ich weiß es nicht. Wer macht sowas? Aus welchem Grund? Das müssen wir rauskriegen. I wanna stand up and take a bow. Bernd Römer würde am liebsten sofort die Ermittlungen aufnehmen, um seinen Kumpel zu entlasten. Vorher muss er jedoch erst einmal, wie versprochen, auf Toms neue Lebensgefährtin warten. Es ist bereits weit nach Mitternacht, als Eva Fleming endlich auftaucht. Hallo, Schatz. Bitte nicht erschrecken. Hallo, Bernd Römer. Bernd Römer ist mein Name. Hallo. Ich grüße Sie. Sie kennen mich nicht. Ich bin ein sehr guter Freund von Tom. Vielleicht haben Sie schon mal was von mir gehört. Der Tom, keine Sorgen machen. Es geht ihm soweit den Umständen entsprechend geht's ihm gut. Er hat mich gebeten, dass ich hier bleibe und Ihnen erzähle, was ein bisschen passiert ist und warum er nicht da ist. Ach, du bist das. Er hat viel von dir erzählt. Das freut mich, ja. Ich bin Eva. Das habe ich mir gedacht. Ja, von dir hat er auch viel erzählt. Aber was ist denn passiert? Ich dachte, ihr wolltet einen Männerabend machen. Ja, das wollten wir auch. Das haben wir auch gemacht. Damit haben wir zumindest angefangen. Aber dann ist alles ganz anders gelaufen. Und dann, pass auf, ich erzähle dir das. Willst du vielleicht die Jacke ausziehen oder ablegen? Möglichst schonend versucht der Anwalt, Eva beizubringen, was sich vor einigen Stunden abgespielt hat. Die 36-Jährige ist geschockt, als sie hört, was passiert ist. Tom nimmt Drogen? Das hätte ich nie von ihm gedacht. Das passt doch gar nicht zu ihm. Nein, das passt nicht zu ihm. Tom nimmt keine Drogen. Ich kenne ihn ja viel länger als du. Aber wie kommt das Zeug hier hin? Das ist die Frage. Sowas vergisst ja keiner. Keiner vergisst ein halbes Kilogramm Kokain einfach so. Es gibt nur die Möglichkeit, dass es hier jemand deponiert hat. Entweder, weil er dachte, das ist das perfekte Versteck hier. Denn beim Tom sucht niemand nach Drogen. Oder aber, es hat jemand hier deponiert, um Tom zu schaden. Die beiden Möglichkeiten gibt's. Tom nimmt keine Drogen, das weiß ich auch. Oh mein Gott, und jetzt ist er im Gefängnis, oder wie? Jetzt ist er im Polizeigewahrsam, ja. Ist ein Polizeigewahrsam, der wird dem Haftrichter vorgeführt werden, aber ich fürchte, der wird in Untersuchungshaft kommen. Ich kann das gerade erstmal alles gar nicht glauben. Ich hole mir erstmal ein Glas Wasser. Okay? Mach das. Ich finde das auch, das ist eine unglaubliche Geschichte. Wahnsinn. Aber umso wichtiger ist es, dass wir aktiv werden müssen. Verstehst du das? Wir müssen dem Tom jetzt helfen. Wer kann ein Interesse daran haben, hier sowas zu machen? Hast du irgendeine Idee? Von wem kann das Zeug sein? Ich habe keine Ahnung. Es müsste ja jemand sein, der den Tom schaden will. Gibt es da irgendjemanden? Ist da irgendwas passiert in der letzten Zeit? Kann ich ihn besuchen? Nee, das geht nicht. Der ist bei Drogendelikten werden die isoliert zunächst mal. Vertuschungsgefahr, Verdunklungsgefahr und so weiter. Also momentan kannst du das nicht. Hast du eine Idee? Gibt es irgendjemanden, der dafür in Frage kommt? Nee, keine Ahnung. Ich habe ja selbst nichts mit Drogen zu tun. Ich habe mal gekifft, als ich 16 war, aber das war alles. Und ich kenne auch niemanden. Moment. Ja? Also du kennst jemanden? Nee, nicht direkt, aber wir hatten hier eine kleine Party. Naja, klein. Eine Party? Das war vor 2 Wochen. Da sind total viele Leute aufgetaucht und ich kannte die meisten gar nicht. Und ich glaube, Tom kannte die auch nicht. Aha. Du weißt, Bekannte und Bekannte von Bekannten und dann wurden es immer mehr. Und ihr wisst gar nicht, wer da war. Ja, das ist doch schon mal ein Ansatzpunkt, oder nicht? Vielleicht hat einer von denen das Zeug hier reingeschleppt. Möglich ist das. Also, dann fangen wir mal an und machen eine Liste mit den Namen der Gäste, die du kennst. Und dann frage ich den Tom auch noch mal. Irgendwo müssen wir anfangen. Aber ich frage mich trotzdem, ob es niemanden gibt, der dem Tom schaden will. Nein, ich kenne niemanden, der ihn nicht mag. Du kennst ihn ja selber. Weißt du? Ich liebe Tom wirklich. Er ist der erste Mann, mit dem ich mir vorstellen könnte, alt zu werden. Okay. Du musst ihn da bitte rausholen. Das mache ich. Das mache ich. Gleich morgen früh geht's los. Okay? Der Termin beim Haftrichter am nächsten Morgen verläuft enttäuschend. Obwohl Bernd Römer alles in seiner Macht Stehende getan hat, muss Tom Krings in Untersuchungshaft. Als der Anwalt gerade Richtung Kanzlei aufbrechen will, trifft er überraschend auf Toms Schwester Birgit.
Mann, was? Das ist schön, dich zu sehen. Kannst du mir mal bitte erzählen, warum die ganze Welt denkt, dass Tom Drogen nimmt? Ja, das ist alles total skurril. Das weiß ich, das ist absolut absurd. Ist mein Bruder, der hat noch nie was mit Drogen zu tun gehabt. Ich weiß das doch, pass auf. Ich werde so bald wie es geht einen mündlichen Haftprüfungstermin beantragen. Und da müssen wir sehen, dass wir ihn rausbekommen. Zunächst mal auf Kaution oder sonst wie. Ja? Dazu Ehre ist sehr gut, wenn wir wissen, wer ihm das Zeug tatsächlich in die Wohnung gestellt hat. Das müssen wir wissen. Ja, muss man rauskriegen, natürlich. Aber wie? Das ist die Frage. Also der einzige Ansatzpunkt, den ich bis jetzt habe, ist, dass die Eva mir erzählt hat von einer Party. Alles das klar. Hat die Eva gesagt? Ja, die Eva, alles klar. Was ist mit der Eva? Magst du die nicht? Ich hasse diese Vibe. Die, warum? Die ist falsch, die lügt. Die hat Tom so den Kopf verdreht, die hat auf Garantie was mit den Drogen zu tun. Ich weiß nicht, ich hab die doch kennengelernt. Das ist eine ganz sympathische junge Frau, sehr nett, ja, fand ich. Ja, ja. Ich weiß nicht, was die an sich hat oder was sie macht, um dass sie jeden Mann um Finger wickeln kann. Keine Ahnung. Ich hab die beobachtet. Die hat totale Stimmungsschwankungen. Verschwindet alle Nase lang auf dem Klo. Die hat auf Garantie was mit dem Koks zu tun. Vertrau mir, die tut Tom nicht gut. Also jetzt nehmen wir mal wirklich an, die konsumiert Drogen. Und die Drogen, das Kokain ist von ihr. Nur mal angenommen, dann hat sie jetzt ein Riesenproblem. Ja. Denn die Polizei hat das Zeug ja mitgenommen. Das heißt, sie muss für Nachschub sorgen. Ja. Also was wir machen könnten, ist, dass wir uns mal an ihre Fersen heften, unauffällig. Und dann kommen wir vielleicht einen Schritt weiter. Noch am selben Abend setzt Toms Schwester den Plan in die Tat um und beschattet Eva Fleming, die gerade in einer Bar verschwunden ist. Wenig später stößt Bernd Römer zu seiner Verbündeten. Gemeinsam legen sich die beiden auf die Lauer. Kick dir, ey, die Schlampe! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Tom sitzt unschuldig im Knast und die knutscht hier rum. Ich hab doch von euch ein Foto. Ja, geh mal, das muss Tom sehen. Das ist doch definitiv mehr als Freundschaft. Wo geht sie jetzt hin? Wenn die jetzt nicht auf Klo geht und kokst, ey, dann weiß ich auch nicht mehr. Ne, wozu rennt die? Die hat ihn irgendwas von dem Typen gekriegt. Die ist auf Klo gerannt. Weißt du was? Du hast recht. Die Situation scheint eindeutig. Doch das allein reicht noch lange nicht, um Tom zu entlasten. Natürlich sieht das danach aus, als konsumiert sie Drogen. Ganz klar. Aber das beweist doch nicht, dass sie was mit dem Kokain zu tun hat, was in Toms Wohnung gefunden worden ist. Das Einzige, was ich sicher weiß, ist Folgendes. Die große Liebe zu Tom, die ist nicht echt. Als Eva mit dem Unbekannten die Bar verlässt, wittern der Anwalt und Birgit ihre Chance, den Kokainverdacht zu überprüfen. Ja, und jetzt? Ja, lass mich doch mal gucken. Ist noch ein Klo. Bernd, kommst du mal bitte? Ha! Wenn, ey, guck mal hier. Wenn das kein Koks ist, ey, ich fress einen Besen. Ja, da hat sich wohl jemand eine Linie gezogen. Ja. Was? Das Kokain. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, die Schlampe war. Ich hab's gewusst, ich hab's dir doch gesagt. Birgit, pass auf. Es ist nicht gesagt, dass sie das war. Wer sagt dir das denn? Weißt du, wie viele Frauen hier rein und raus gehen? Das kann jeder gewesen sein, der sich da eine Linie gezogen hat. Das ist leider so. Willst du mich verarschen oder was? Die kriegt von dem Typen da draußen ein Zeug. Birgit, hör zu. Auf Klo. Birgit. Ich weiß, du bist jetzt aufgeregt, aber red nicht so mit mir. Das sage ich dir als Strafverteidiger. Das reicht als Beweis nicht aus. Ich glaube auch, nach dem, was ich gesehen habe, dass die Eva nicht in Ordnung ist. Ich glaube auch, dass sie was mit dem Koks zu tun hat. Ich bin froh. Aber ein Beweis ist es nicht. Ich habe ein Foto gemacht. Das kann ich dem Tom zeigen. Mit dem Beweisfoto im Gepäck macht sich der Rechtsanwalt gleich am nächsten Morgen erneut auf den Weg in die Justizvollzugsanstalt. Bernd Römer ist angespannt, denn er muss seinem Freund heute die Augen öffnen. Tom soll begreifen, wie ernst die Lage ist und dass Eva wahrscheinlich etwas mit der Sache zu tun hat. Tom, es ist so, deine Eva ist dir nicht treu, deine Eva nimmt Drogen, die guckst. Eva ist nicht die, für die du sie hältst. Ach Bernd, sorry, aber da siehst du echt Gespenster. Ja, du kennst Eva überhaupt nicht. Eva, die ist total treu, die ist loyal, die ist aufrichtig. Eva ist eine wunderschöne, tolle Frau. Eva ist wunderschön und du bist verknallt bis oben hin. Und deshalb lebst du nicht mehr in der Realität, Tom. Du kennst die Frau doch auch nicht. Sie hat einen fremden Mann auf den Mund geküsst, sie hat Drogen genommen. Ich habe ein Foto von der Situation gemacht, weil ich schon dachte, dass du mir nicht glaubst. Bin ich mal gespannt. Bitte schön.
Hm. Ja, sie gibt da irgendjemandem die Hand. Wahrscheinlich einen alten Bekannten. Ich weiß nicht, was du da hineininterpretierst. Sie hat diesen Mann auf den Mund geküsst. Willst du da ein wissenschaftliches Gutachten dafür haben, was das sein soll? Wir sind nicht auf die Toilette nachgegangen. Da waren Koksreste. Verstehst du? Die hat sich da eine Linie gezogen, verdammt nochmal. Du musst mal aufwachen. Die Frau ruiniert dich. Bernd, pass auf, ich bin Arzt. Ich würde sehen, wenn meine Freundin Drogen nimmt. Ja? Da vertust du dich. Herr Krings, bitte hinsetzen. Pass auf. Eva. Sie hat ein psychisches Problem. Und deswegen geht es ihr manchmal nicht gut. Und deswegen nimmt sie Medikamente. Das macht sie aber noch lange nicht zu einer Drogensüchtigen. In 4 Tagen haben wir einen Haftprüfungstermin. Wenn wir bis dahin nichts haben, was dich entlastet, auch wenn das vielleicht die Eva belastet, dann bleibst du ja drin, bis die Verhandlung anfängt. Das muss dir klar sein. Das alleine ruiniert schon deine Existenz möglicherweise. Und wenn die Verhandlung losgeht, Tom, dann geht es nicht um eine Bewährungsstrafe. Dann geht es um richtig was. Wir reden von 500 Gramm Koks. Mach dir das bitte klar. Aber Bernd, es muss doch zu beweisen sein, dass ich unschuldig bin, weil ich unschuldig bin. Ja, du bist ein bisschen naiv. Tom, du bist ein bisschen naiv. Tust du mir noch einen Gefallen? Und sag bitte Eva nicht, dass du sie verfolgt hast. Und bitte auch kein Wort der Polizei gegenüber. Über Eva. Du verlangst verdammt viel. Ja, ich weiß, du machst das aber auch. Du machst das gut. Aber lass bitte Eva aus dem Spiel, sie ist unschuldig. Und du bist ein totaler Trottel. I'm swimming in the smoke. Stunden später kann Bernd Römer immer noch nicht fassen, wie naiv und blind sein Kumpel doch ist. In der Hoffnung, mehr Indizien für Eva Flemmings Schuld zu finden, hat der Rechtsanwalt die 36-Jährige für den Nachmittag in seine Kanzlei bestellt. Also, wir müssen ja nun irgendjemanden finden, der uns sagen kann, wie das Zeug da in die Wohnung gekommen ist. Und der einzige Ansatzpunkt war die Party, von der du erzählt hast. Ich habe mit dem Tom darüber gesprochen. Der hat mir ein paar Namen aufgeschrieben von Leuten, die er kannte auf dieser Party. Und ich würde dich eigentlich bitten, sieh dir das doch mal an, lies dir die durch. Und wenn dir noch jemand eingefallen ist, dann schreib doch bitte einfach noch ein paar Namen auf. Ja, mache ich gern. Ja? Und dann wollte ich dich eigentlich noch fragen, wir sind ja hier unter uns. Ja, Verschwiegenheitspflicht gilt auch für dich, die ich habe. Du hast gesagt, du hast mal Drogen konsumiert, mit 16 mal ein bisschen was geraucht. Danach noch mal irgendwas genommen, irgendwie Kontakte gehabt zum Bernd, ich habe dir doch gesagt, ich habe mit Drogen soweit nichts am Hut. Okay, das ist auch so. Ja. Sei mir nicht böse, dass ich das frage, aber ich bin der Anwalt von Tom und ich muss das wirklich tun. Ist schon okay. Ja. Also, hier sind die Namen. Ich hoffe, du kannst es lesen. 2 noch, oder was? Ja, genau, hier siehst du. Gut. Und ich sag dir, ich habe mit den Drogen nichts zu tun. Und ich kenne auch niemanden. Das glaube ich dir. Nein. Du kannst mir voll vertrauen. Okay, ich vertraue dir. Trotzdem noch eine Frage. Eva, hat dir irgendeiner von deinen Bekannten oder irgendeiner, den du vielleicht nicht so gut kennst, irgendwie was mitgegeben, was du aufbewahren solltest? In der Wohnung? Bei euch? Bei Tom? Irgendwas? Ich merke doch, wenn mir jemand 500 Gramm Kokain dann einsteckt. Hm? Ja, so dumm bin ich nicht. Das wollte ich damit doch überhaupt nicht gesagt haben. Aber verstehst du, wir müssen doch dem Tom irgendwie helfen. Und irgendwie muss das Zeug in die Wohnung gekommen sein, oder nicht? Oder was denkst du? Du bist süß. Du bist so eifrig. Ja, das ist mein Job. Eva, nochmal zurück. Nochmal zurück zur Party. Jetzt hör mir zu. Also, da waren noch die ganze Zeit Leute, oder nicht? Wie ist das denn? Wie soll das in die Küche gekommen sein? Das ist doch ein offener Raum. Da waren noch die ganze Zeit Menschen da. Das kann doch niemand, unbemerkt Kokain da drin versteckt haben, in der Zuckerdose, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Bist du eigentlich liiert? Ich bin liiert, ja. Und du übrigens auch. Du bist ein toller Mann. Deine Freundin ist zu beneiden. Eva. Du riechst gut. Ich bin Strohwitwe im Moment. Scheiße. Tut mir leid. Römer. Ja, ich grüße Sie, Frau Staatsanwältin. Ich bin sehr froh, dass Sie mich anrufen jetzt. Ja, ich habe sehr darauf gewartet. Sekunde bitte. Tut mir leid, ich habe jetzt ein ganz wichtiges Gespräch, ja. Tut mir leid, aber das Wichtigste weiß ich. Das war mir ein Vergnügen. Ja, entschuldigen Sie bitte. Vielen Dank. Nein, ich bin jetzt ganz für Sie da. Was für eine Show hat diese Frau hier gerade abgezogen? Und ich wünschte so sehr, mein Freund Tom hätte sie dabei gesehen. Der glaubt wirklich, die Frau ist ein Engel, die ist das genaue Gegenteil davon. Und ich glaube langsam wirklich, die wird gefährlich. Mit seiner Vermutung soll der Anwalt noch am selben Tag Recht behalten.
Eigentlich wollte er Tom gleich nach der Arbeit ein weiteres Mal in der JVA besuchen, um die einzelnen Puzzleteile des Falls zu sortieren. Doch ein unschönes Erlebnis kommt dazwischen. Ja, wie geht's denn so? Alles gut, oder was? Komm mal, bitte, komm mal. Ja, alles gut, ja? Hey, was lass deine verdammten Dreckskelle von der Eva, verdammt nochmal! Hast du mich verstanden, ja? Entschuldigung, das ist ein Missverständnis. Das ist meine Mandantin. Ich schalte dich den einen aus, dass der nächste kommt, verdammt nochmal! Lass die in Ruhe, verdammt! Ich hab mit der nichts zu tun. Hast du mich verstanden, ja? Hast du mich verstanden? Dann hau jetzt ab, geh weg! Der Jurist ergreift die Flucht, doch Bernd Römer weiß genau, was er von der Aktion halten soll. Alle Männer, die um die Eva rumschwören, die drehen anscheinend komplett durch. Das war doch der Dealer von ihr. Und der hat den Tom ausgeschaltet? Der hat dem Tom das eingebrockt? Sehr hörig. Das kann nicht wahr sein, Aber wenigstens weiß ich jetzt, wem wir das zu verdanken haben, dass der Tom im Knast sitzt. Eine halbe Stunde später erreicht Bernd Römer die Justizvollzugsanstalt. Der Übergriff steckt ihm noch in den Knochen und er will sofort seinen Freund mit dem Geschehenen konfrontieren. Spätestens jetzt müsste doch auch Tom erkennen, dass seine Eva ein falsches Spiel treibt. Du hörst mir jetzt mal zu. Eva habe ich zu mir ins Büro bestellt, weil ich wissen wollte, ob da was dran ist, dass sie Drogen nimmt, ja oder nein. Ich habe sie damit konfrontiert. Ich habe sie gefragt, ob sie Drogen nimmt. Weißt du, was sie gemacht hat? Sie hat angefangen, sie hat angefangen, mich anzumachen. Ja, ist klar, Bernd. Da verträumst du vielleicht. Du willst mein Freund sein? Da vertrau mir endlich mal. Dieser Typ, ihr Freund, der hat dir das eingebracht. Der hat mich gerade auf der Straße bedroht. Der hat mich fast zu Mus verarbeitet. Verstehst du das? Er hat mir gesagt, dass er dich bei der Polizei angeschwärzt hat. Das hat er mir gesagt, dieser Bekannte, dieser Freund von Eva. Was diesen Bekannten angeht, da rede ich mit Eva selber drüber. Ich möchte ihr ungern in den Rücken fallen. Ach, du hast ja nicht mal alle Tassen im Schrank. So war's das? Das war's. Ach so, nein, eine Kleinigkeit noch, Tom, eine Kleinigkeit. Was? Einen Anruf von deiner Bank habe ich bekommen. Deine Konten sind dicht. Ja, ist... Deine Konten sind dicht. Das Privatkonto ist überzogen, das Arztkonto ist auch dicht. Das kann überhaupt nicht sein. Kann nicht sein. Wer hat Zugang zum Konto außer dir? Jetzt lass mich mal raten. Eva? Ja, ich habe Eva meine Karten gegeben und eine Vollmacht. Aber Eva macht sowas nicht! So dämlich. Eva hat mich jedes Mal gefragt, wenn sie Geld brauchte. Wahrscheinlich hat man ihr die Karten gestohlen. Ist die einzige Lösung. Man hat ihr bestimmt die Karten gestohlen. So wird es, genau so wird es gewesen sein. Das denke ich auch. Genau so. Tom, ich sag dir eins. Erstens, der Name Eva muss bei der Polizei auf den Tisch. Und was diese Bankgeschichte angeht, erstatte ich Strafanzeige in deinem Namen. Von mir aus gegen unbekannt. Aber es wird nicht umhinkommen, dass dieser Name jetzt bei der Polizei drankommt. Verstehst du? Ich weiß jetzt genau, was die Schwester von meinem Freund gemeint hat, die Birgit. Der redet, als hätte er eine Gehirnwäsche bekommen von dieser Eva. Der steht wirtschaftlich vor dem Ruin. Ich kann bei dem nicht durchdringen. Ich weiß nicht, wie ich dir noch helfen soll.